So, und eben nach drüben. Ja, da müssen wir ein bisschen abbauen. Gut, und mein Lüfter brennt schon fast von diesem harten Game. Von diesen vielen Mods, die noch geladen werden. Da drüben hat es noch rote Blumen. Ja, deck mal ein bisschen die Welt auf. Oh, schön. Und dieser Strand dort. Prima. Also hier hätten wir auch, könnten wir auch irgendwas Gutes bauen. Und noch ein Magic Mushroom sehe ich da. Hier haben wir Kohle, brauchen wir aber nicht. Aber zuerst diese Blume und den Ding. Eine Kroton. Ah, komm, nicht lecken. Eine Feuillage. Noch eine Feuillage. Oder Feuillage. Oder sonst irgendwas. Ein Magic Mushroom. Sehr schön. Also hier lassen wir alles un. Berührt. Das ist dann noch wichtig später. Ich will alles unberührt lassen und dann es bebauen. Und hier drinnen haben wir ein bisschen Zuckerrohr, also Bambus. Ist aber auch nicht der Hammer. Und wir können hier schön durchgehen mit der Fackel. Das ist immer schön hell. So. Haben wir eigentlich einen Map Point, oder? Den Spawn haben wir hier, Spawn Tropia. Dann wissen wir immer ganz genau, wo der Vulkan ist. Der ist nämlich am Spawn. Hier haben wir noch so eine Güsal Green. Ups, nicht hängen. Irgendwo hier könnten wir dann schon einen Baum fällen. Mal schauen. Wüstennova. Oh, auf der Map sieht es schön aus. Ja, auf dieser Insel dort, die so grün ist, könnten wir mal eins fällen. Wenn es überhaupt hier drauf einen gibt, solchen Baum, aber es sieht nicht so leider aus. Aber diese Palme, die bringt es dort nicht, die müssen wir unbedingt fällen. So, Dele. Was ist jetzt passiert? Hallo? Ah, ich verhungere. Sag mir doch das. So, hier oben haben wir noch ein Setzling. Sehr gut, haben wir schön Setzlinge von dieser Palme. Ja, der Rest lassen wir mal. Und gehen hier wieder runter. So. Ja, die Asse Magica Rolle nehmen wir jetzt nicht mit. Die sammeln wir mal, wenn wir es brauchen. Und hier oben hat es doch Dinger, wie kommen wir hier hoch? Ich will doch so einen Baum haben. Ja, nehmen wir auf den nächsten, den wir finden. Und wir teleportieren uns dann einfach wieder zurück. Also teleportieren in einem Let's Play ist schon etwas, das
okay ist. Sonst müssten wir ja immer wieder nach Hause laufen. Unnötig langweilig. Dort könnten wir hoch, aber nein, für mich sieht es einfach zu schön aus. Das könnte ich niemals zerstören. Ich bin doch ein Naturbursche. So, also Lehmen mitnehmen. Wenn einer weiß, wie die Blätter hier schneller weggehen, ohne dass man sie immer wieder kaputt machen muss, der darf das gerne in die Kommentare schreiben. Auch sonst dürft ihr gerne, was ihr wollt, in die Kommentare schreiben, einfach auf die Regennacht in diesem Kanal und über uns. Und ja, ich habe gerne ein paar Leute, wo ich mit denen reden, chatten kann. Und es gibt schon ein paar, aber nicht alle leider sind so. Die nehmen wir mit. Anemone können wir auch mitnehmen. Ich hoffe, wir haben einfach noch genug Platz im Winter. Ich denke schon. Wir haben leider erst einen Zitronenbaum, das ist nicht gut. Dann nehmen wir noch ein bisschen Erde mit zum Vorplanen von der Wolke. Ich muss schauen, was ich für Wolken nehme, aber ich glaube, es gibt Wolken im Ding, in diesem Modpack. Können wir die auch noch sammeln? Wir gehen sowieso bald noch zurück in die normale Welt und zwar sammeln Sachen. Und ja. Wir werden jetzt mal nur diese kaputt machen, die so gelb haben. So, denn die überall wachsen Blumen plötzlich. Bisschen gewöhnungsbedürftig. So, haben wir Kokosblätter? Nö, nehmen wir die nicht mit. Aber eben diesen Baum hier fällen. Ich weiß nicht welchen, den kleinen dort. Eine Kanne noch mitnehmen. Zwei Kanne. So. Mahagoni-Loks. Ups. Nicht nach oben schauen und geradeaus laufen, Drago. Das ist ein Grundsatz vom Let's Play. Ah, ich muss um die Ecke springen. Oder so. Ja, irgendwann sind wir oben in diesem gigantischen Baum. So, das sollte klar gehen. Jetzt sollte der Baum fertig sein. Zu oberst sein, ja. Gut, haben wir das. Jetzt noch ein bisschen abernten hier.
Nicht runterstürzen. Geht die eigentlich kaputt? Sollten eigentlich schon. Ja, sie lösen sich auf, wenigstens. Sehr schön, da haben wir den Baum komplett gefällt und haben hoffentlich noch ein Setzling irgendwo. Ach komm. Ja, Setzling-Not halt. Müssen wir so viele Bäume fällen, oder was? Ist die Setzlinge kommen? Können wir leider nichts machen, wir bekommen keine Setzlinge. So. Ja, es kommt nichts runter, leider. Und ich sehe keine Monster. Haben wir ausgemacht? Nö. Ich möchte doch so ein Mahagoni. Ach komm. Ist nirgends ein Setzlinge irgendwo oben geblieben. Ja, dann ist mir egal, dann brauchen wir aber auch keinen Setzling. Wenn der nicht will, gehen wir halt weiter. Wir gehen mal kurz zum Turm. Aber da wird es wahrscheinlich zu schwer sein. Für uns. Weil da gibt es Spawner. Ich hole mal eine dieser Ranken. Die Orange dort. So. Und jetzt schauen wir mal rein. Ja, es gibt Spawner. Ja, da können wir das vergessen. Wir brauchen zuerst bessere Rüstung. Und ein Schwert, das was haut. Sind auf jedem Stockwerk zwei Spawner und die spawnen natürlich dann riesen viel Monster. Vor allem wenn nirgends woanders ein paar Monster sind, dann werden natürlich noch mehr gespawnt. Diese Fire Shards könnte ich auch noch mitnehmen. Statt den Pineapple. So. Ja, das war's. Dann gehen wir zurück. So, jetzt müssen wir schauen, es bleibt gut. Hä, was war das? Also der Grabstein passt.
So, wir haben die Bast genommen. Ah, hier ist eine Kiste. Ah, haben wir schon reingeschaut, also war schon leer, als wir reingekommen sind. Ich schau mal, was das für ein Holz ist beim großen Baum. Ich hoffe, man findet solchen Baum nochmals irgendwo, damit ich den ein bisschen zerstören kann. Weil dieser will ich hier nicht zerstören, der ist viel zu schade. Ich denke, das ist das gleiche Holz. Ja, das ist das gleiche Holz. Ja, Mahagoni-Loks. Schade. Also jetzt tun wir das Zeugs da rauf und werden mit Erde eine Plattform machen, wo wir dann Erde, Wolken drunter machen. Damit es aussieht, als würden die Wolken den Garten tragen. Und ganz oben machen wir ein Gottespalast und alles Mögliche, dann feiern wir uns selbst und nein, Schatz. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal in die normale Welt. Ah, sie sehen mit dem Vulkan, wo die Lava aufhört. So, wir haben noch nichts gebaut, Ding. Da müssen wir schon ein bisschen. So. Dann können wir den aus Holz nehmen. Schauen mal, ob wir ja, Tropenholzbretter bekommen wir raus. Das ist gut. Ah, hier haben wir noch eine Korolle. So. Ich denke, wir machen sie den Garten in diese Richtung. So. Dann machen wir die Wolken ringsum. So. Wachsen hier die Bäume, ja. Sehr gut. Da haben wir zwei Holz, Ding, Früchtesorten. Und die müssen wir dann umpflanzen. Dann gehen wir in die echte Welt und holen Erde. Wir haben beide keine Erde mehr. Schade. Und das sieht mega geil aus irgendwie. Sehr schön. So, also ab ins Portal und dann aufpassen, dass wir nicht gleich Monster vor der Schnauze haben. Ja, macht richtig Spaß. Es ist ein bisschen langsam, ich weiß, aber das geht bald schneller, wenn wir bessere Sachen haben, bessere Werkzeuge, alles Mögliche. Und wir dann nicht immer verhungern müssen fast. Also auf das Essen Acht geben müssen. Ach komm. So, mal meinen Mund ein bisschen erfrischen. Da drüben ist auch noch eine Insel, da könnten wir auch mal erkunden. Aber zuerst
Können wir ein bisschen warten? Hallo? Wie komme ich jetzt da wieder raus? Ich möchte rausgehen. Dann muss ich das... Was? Ich muss wieder ein Pina Colada trinken? Ach komm, hey. Wie soll ich jetzt an einen Pina Colada kommen? Also Kack, Ding brauchen wir. Bambus, wir brauchen Ananas. Und wir brauchen eigentlich die zwei Zutaten. Noch irgendwas? Was war das schon wieder? Ja, wir werden es dann schon hinkriegen. Dann pflanzen wir diese Sachen dort einfach an. Ich glaube, Ananas kann man trotzdem verbreiten, auch wenn sie nicht so wachsen. Ah, den oberen Stiel wahrscheinlich immer wieder ab. Ding. Genau. So. Also erkunden wir halt nochmals hier ein bisschen die Gegend. Ich hoffe, es gibt auch noch ein bisschen Abwechslung irgendwo. Es sollte noch so Dungeons geben in einer Art. Und Meierstatuen. Hier könnte man, ah, hier ist noch ein Vulkan, oder? Hier könnte man ein Boot benutzen. Ich würde noch ein Boot craften. Ja. Ich habe leider keine Axt mehr. Da müssen wir eine craften. So. Wir brauchen noch ein paar Zitronen. Sehr schön. Ah, schön. Drei Setzlinge, cool. Okay. Dann werden wir mal weitergehen. Ich hoffe, wir finden noch ein paar von den Ananas. Die haben wir da ge... Nein, die haben wir mitgenommen. Dieser Vulkan, das sieht komisch, also ist ein bisschen dünner. Hier geht's runter. Ja, die Erze nehmen wir ein andermal mit, aber ich will kurz schauen, was es sonst noch gibt. Hier gibt es irgendwas Dunkles, das sind wahrscheinlich auch schwarz. Okay, gehen wir in diese Richtung. Hier ist leider überall. Dann machen wir doch hier ein Boot. Genau. So, zum Beispiel hier können wir gut ablegen. Mit diesen geht es nicht. Aber mit diesen ein Ersatzboot. So. Ah, hier drüben hat es zum Beispiel schon eine Insel.